Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles. Hallo, Kari, wie geht's dir? Fernikons haben in jedem Ohr 32 Muskeln. Warum? Vielleicht tun sie mit den Ohren Gewicht heben. Aber süß sind sie schon. Meine Güte. Die sind wirklich herzallerliebst. So, hier soll, glaube ich, oder auch nicht, ich dachte, wäre hier ein alter Mann sein. Na? Denn ein alter Mann, den die Zeit vergessen hat. Das ist tatsächlich nicht hier in dem Dorf, wie ich zuerst gedacht hatte. Es muss dann ein Einsiedler sein, ne? Dann bin ich jetzt ganz umsonst hierher gebordert. Nicht schlau. Ich muss mal kurz kupschen. Ja, das war jetzt gerade nicht sehr schlau von mir. Jetzt ist halt die Frage, ob man jetzt vom Dorf aus zu dem Kerl kommt oder ob das hier ist. Aber ich vermute schon hier. War da hinten nicht irgendwo eine Hütte? Oder so? Gucken wir mal. Ja, genau, die Hütte meinte ich gerade. Da stand nämlich niemand, ne? Aber jetzt schon. Hallo, alter Mann. Ja. Du siehst aus, als hättest du eine Menge zu erzählen. Tut mir leid, ich kann mir nicht jede Geschichte von irgendwelchen Reisenden anhören. Ach, das ist viel zu anstrengend. Muss mich um meine Wasserquelle kümmern. Ohne Wasser überlebt man in der Wüste nicht lange und unsere nächste Quelle liegt hinter der Düsternis. Ich muss einen Weg finden, um die Düsternis zu beseitigen. Oder wir werden bald großen Durst haben. Finde den Zauberer abgeschlossen. Okay. Das heißt, Schnucki hat ein Problem. Was soll das heißen? Du hast die Quelle gereinigt. Oh Geister, sagst du. Von Geistern habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich denke, du könntest genau die Person sein, die ich suche. Du hast den Wolkenfänger gesehen? Einst war er eine Quelle des Lebens, doch nun verbreitet er Düsternis im Land. Aber ich kann ihn reparieren. Wir brauchen nur die richtigen Teile. Wenn du mir die Teile bringst, kann ich den Wolkenfänger reparieren und im Nu wird alles wieder gut sein. Ansonsten wird sich die Düsternis immer weiter ausbreiten, bis... Nun, ich weiß nicht, was passieren wird, aber sicher nichts Gutes. Super. Was sagst du, die Leute in Gemia zählen auf dich? Die Quelle reinigen. So. Und jetzt? Hast du gehört, in Sinterton sind sie sehr interessiert an Bauwesenwaren. Repariere den Wolkenfänger. Ja, danke auch. Segel reparieren, Wolkenfängersegel, Ersatzteile, Arcadia-Eis. Pfui, ja. Ich glaube, das machen wir jetzt dabei noch nicht. Wir müssen, ich denke auch mal, wir müssen noch mal in dieses Eisgebiet zurück, ne? Wie viele Katzen haben wir eigentlich schon? Bei der gescheckte braune Katze, wie kann man da 7 von 6 haben? Das verstehe ich gerade nicht. Naja, egal. Die Quest ist auch für Hugo. Finde den Schneidermeister. Warum?
Ah, deshalb. Finde den Schneidermeister mit Degin Gabardine sprechen. Ich muss den Schneidermeister Degin Gabardine finden. Es könnte sein, dass er weiß, wie man die neuen Segel herstellt. Finde Informationen in Inglenack. Finde die Konstrukteursmeisterin. Oh yeah, das ist. Oh yeah. Ja, das ist etwas. Ja. Unbedingt. Sylvia Wainwright. Ja, gekommen. Tritt das arme Viechlein gleich einen Herzinfarkt wegen mir. So. Sie ist auf jeden Fall auf der anderen Seite drüben. Ich glaube, da wäre es geschickt, wenn wir wieder den Bootsmeister benutzen. Ich hoffe, dass wir es da nicht so weit zum Laufen haben. Das würde mich freuen. So. Da unten ist auch schon unser Bootsmeister. Ein kleines Stückchen noch. So. Hüpf. Tap, 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 tap. Hallo. Wo ist er denn? Meister? Ah, da ist er. Hi, ich will zurück, bitte. Ah. Alle an Bord. Danke. Hoppa, hopp. Hoppa, hopp. So. Also, wir brauchen jetzt die Konstrukteurmeisterin. Ich befürchte Schlimmes. Ich befürchte, ich hätte die Brücke gebraucht. Aber die kann man sich auch anderswertig besuchen. Das gibt's ja nicht. So. Müssen wir halt den Rucksack in die Hand nehmen und marschieren. Das können wir eh schon am besten laufen. So. Rauf auf die Alm. Da wird es schon werden. Vielleicht finden wir noch das eine oder andere Erz. Hm, Sämlinge wäre mir schon lieber. Weil ich gerade hier die Wiese sehe. Ja, da war tatsächlich eins dabei. Weil zum Anpflanzen haben wir noch genug. Ist die da am Berg daheim? Ja. Höchstwahrscheinlich ja. So. Da hätten wir auch eine hübsche Truhe. Was haben wir denn da drinnen? Oh, Münze vom alten Königreich. Sehr gut. So. Hier ist es kalt. Ich glaube, ich zieh mir was anderes an, glaube ich. Ah, Langarmstola. Haben wir hier schon irgendwas? Pelzgefütterte Hose, das schaut in Ordnung aus. Wir haben eh schon einen Bart, somit brauchen wir keinen Schal. Die ziehe ich mal an, dass wir über die Ohren was Tolles haben. Einfach Kittel. Ich würde sagen, den hier. Ja. Ich glaube, so kann man das mal fürs Erste lassen. Jetzt sind wir da im Schneegebiet, dass wir nicht mit der Sommerkleidung hier im Schneegebiet reinlaufen. Das muss ja wirklich nicht sein. So. So. Ja. Zwitscher, zwitscher. Da haben wir eine Düsternis. Okay. Ich wollte nur noch zuerst hier. Ups. Ich hoffe, ich komme da wieder weg. Ich glaube, ich bin jetzt. Habe ich mich jetzt da verpackt? Erfolgreich? Na, geht schon. Geht schon. Was machst denn du da? Servus. Girbachas. Nicht Alpakas, Girbachas haben Akzente. Aha. Das heißt, hier gibt es Alpakas, die sind auch so süße Tiere.
Mein Vermieter hat 3 Stück davon und hat ums Haus herum in seinem Wald ein riesiges, wirklich riesengroßes Gebiet für die Tiere eingezäunt. Die sind echt so lieb. Das ist unglaublich. Tada! Tada! Da können wir gleich 4 Sachen am Baum anpflanzen. Ob ich das hinkriege, glaube ich fast weniger, weil ich nicht so viele Sämlinge habe. Aber naja, ich gebe mal mein Bestes. Was haben wir hier drin? Und Samen. Habe ich umsonst geweint. So. Geht's hier noch weiter rauf? Aber Vögel sind hier, man hört sie zwitschern. Na, ich glaube, mehr geht hier nicht. Macht nichts. Ich hoffe nur, dass die Bäume nicht kaputt werden können. Ne, wenn man. Wenn man welche einpflanzt, die nicht unbedingt in dieses Gebiet gehören. So, da haben wir eine Düsternis. Bitte einmal besiegen. Tada! Da gibt es so viel zum Anpflanzen, das ist unglaublich. Zack. Ja, zack. Das haben wir geerntet. Passt. Kohlefuchs. Die sind auch schön. Schön dunkel. Da hätten wir ein Mäuschen, wollte ich gerade sagen. Es hört sich an, der Vogel wie so eine Maus, wenn sie spricht. Hier haben wir noch eine Düsternis. Bitte kaputt machen. Tada! Da gibt es Sachen zum Anbauen, ne? Sämlinge, das ist super. Können wir hier schon wieder anpflanzen. Das ist sehr, sehr gut. Hier drüben war, glaube ich, auch eins. Genau da. Nicht schrecken, ich pflanze hier nur. Da oben wäre es nochmal gut gewesen, aber egal. Ich schaue mich hier noch kurz um. Ob hier vielleicht noch was zum Pflanzen wäre. Da oben ist noch eine Düsternis und was zum Pflanzen tatsächlich. Hier, zack. 9 sind noch übrig. Aha, ja, mein Sternzeichen, wie es ausschaut. Wunderbar. Tada! Was haben wir denn da? Sternbild entdeckt. Einsames irgendwas. Schön. Kann man, glaube ich, nachschlagen, ne? Wo die Geister sind? Hier. Einsames Licht. Praia. Hell leuchtend führt sie das nächtliche Spektakel der Sterne an. Jetzt ist sie nicht mehr einsam. Jetzt hat sie schon, sie sind ja schon zu zweit, ne? Die Sternbilder. So. Da-da-da. Da ist noch eine Düsternis. Ich hoffe, ich komme da ran, ohne ins Wasser fallen zu müssen. Aha, es ist seicht genug, glaube ich. Ja, bitte. Tada! Aha. Okay, das klappt so noch nicht. Wie komme ich jetzt an diese Truhe? Rüberspringen ist auch nicht, ne? Das ist zu tief. Aha. Ui, war. Von der Seite könnte es was werden.
Aber ob ich da so schnell drüben bin, ist die Frage. Heureka! Na, klappt so nicht. Also zumindest nicht so, wie ich das gerade anstelle. Da bleibe ich hängen. Da könnte ich es nur von der Seite hier probieren. Jetzt habe ich vergessen zu springen. Das wird zu knapp sein. Ja, ja. Ich wüsste auch nicht, ob mir jetzt der Baum hier helfen könnte. Nö. War ja nur mal ein Versuch. So. Einmal anpflanzen. Da bin ich noch überfragt. Vielleicht geht das später was. So. Dann schauen wir mal kurz, was es hier noch gibt. So wie es ausschaut, nicht unbedingt was Interessantes. Ja, Sämlinge habe ich jetzt keine mehr, ne? Nein. Macht nichts, den Ton nehme ich noch mit. Und dann müssen wir schauen, dass wir wieder an Höhe gewinnen. Dann laufe ich hier zurück, dass wir jetzt zur Schreinerin kommen. Ne? Schreiner, sage ich. Konstrukteurmeisterin. So, jetzt habe ich. Jetzt habe ich es. Zu der müssen wir jetzt hin und hoffe, dass wir dann bald was lernen. Da oben ist auch wieder dieser große Fisch oder Wal, der da in der Luft schwimmt oder schwebt oder fliegt, keine Ahnung. Und ich glaube, wir sind schon ganz nah an unserem Ziel. Da ist auch ein Geistlein, wie es ausschaut. Jetzt ist die Frage, ob wir den Baum fällen müssen? Nein. Großer Baum aus Holz. Fennek. Ja. Mit dir reisen? Ja, das sollte ich. Sehr gut. Nein, das hier ist noch nicht das Haus der Schreinerin. Das wäre ein bisschen schlimm. Ich sage immer Schreiner. Konstrukteurmeisterin. So. Einfach nur kaputt. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, alles kaputt gemacht. Sehr brav. So. Das sind die Alpakas. Naja, nicht ganz. Girabaka. Was sind die süß? Aha, eine Mischung aus Giraffe und Alpaka, deshalb Girabaka. Naja, ist logisch. Aha. Cool. Das ist eine Fackel. Okay. Ah, da ist noch eine Düsternis. Die möchte ich noch gern bekämpfen vorher. Und dann schauen wir mal, ob wir die Konstrukteurmeisterin finden. So. Aha, eine Katze. Tada. Da hinten ist, ich sehe sie. Ich komme schon, Kleines. Hallo, Schneeschwänzchen. Alles fein? Ja, da schnurrt sie. Ich glaube, jetzt ist sie glücklich. So. So. La, 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 la. Da ist noch eine. Boah. Also, die Düsternis ist hier ganz schön stark. 12 sogar. Wir haben 16 Geister. Gott sei Dank. Mehr ist genug. Tada. Wow. Was haben wir denn da? Schönes Leuchtsteine. Ein Haufen Pilze. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Dann brauche ich meinen Hammer. Zack. 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 Und zack. Und zack. Und zack. Das hier ist eindeutig eine Pilzhöhle.
Da gibt es mehr Pilze, als ich tragen kann, schon bald. So. Dann würde ich sagen, wir versuchen. Da vorne ist noch ein Erz, das nehme ich noch mit. Dann drehen wir um, dass wir auch noch in diesem Part die Konstrukteurmeisterin finden. Ich habe es richtig gesagt. Ja. Es geschehen noch Wunder und Zeichen. So. Jetzt müsste das hier irgendwo sein. Da vorne ist noch ein Geist. Oh, tatsächlich. Kette. Ich habe mich nach meinen Freunden umgesehen, aber dann habe ich dieses Plätzchen gefunden und ein Nickerchen eingelegt. Hm. Aber wie es aussieht, ist trotzdem alles perfekt gelaufen. Schließlich hast du jetzt meine Freunde für mich gefunden. Schön, das heißt, wir haben einen Geist mehr. So, von da unten sind wir gekommen. Ich nehme an, dass wir hier rein müssen. Sind noch mehr von diesen Lichterze. Da haben wir hier Schwammerler wieder. Aha, man hört schon klopfen. Oder zumindest habe ich mir das eingebildet. Könnte auch sein. Na, da tut jemand. Da arbeitet jemand. Etwa hier? War das jetzt so richtig? Ich hoffe. Klopf, 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 klopf. Naja, wenigstens hat es nicht zu kalt hier, ne? Wenn sie mal wohin geht, kann sie sich noch wenigstens bei der Fackel da aufwärmen. Oder eher, ich glaube, es sind sie, Silvia, dürften ein Mädchen sein. Cindertown sind wir jetzt hier. Aha. Gleich eine Stadt. Davon wäre eine Quest. Warte. Das will ich noch sehen. Da geht es aber weit drauf. So, und wo sind wir hier jetzt? Noch ein Stück. Noch ein Stück. Alter, wie weit geht's denn hier noch rauf? Aha, wieder kaputt hauen. Gut. Aha, hier haben wir eine Düsternis. Die werden wir auch gleich besiegen. Brauchen wir auch nur 6 dafür, das geht. Tada! Na klar, sicher ist hier ein Sämling zum Einpflanzen und ich habe natürlich keinen. Oh, von der Düsternis befreit, wie cool. Opal-Shampoo. Ob ich mir das merken kann, dass hier oben ein Sämling ist? Ich bezweifle das. Ich hab's kaputt gemacht. Okay. Aber schon mal von der Düsternis befreit, ist ja schon mal was. So, jetzt gehen wir ins Dorf und hoffen, dass wir noch die Konstrukteurmeisterin finden und ja. Werden wir uns gleich an. Warte, ist da ein Erz? Ja. Siehst du, beim Aufstieg gar nicht mitbekommen, dass da ein Erz war. Wahrscheinlich habe ich eh schon 12 übersehen. Oder 13. Das kann leicht möglich sein. So. Pfui, das ist mal ein Fußmarsch hier. So. Halli, hallo, Hallöchen. Violett. Hatten wir die schon mal irgendwo?
Mal wie schön, lauter Kerzen. Einen Händler haben wir da und da sind auch schon die Quests. Da ist wieder die Dame, falls wir was bestellt haben. Und wen haben wir hier? Hallo. Oh? Vera Starkarm. Tagchen, junger Reisender. Was macht ein Grünschnabel wie du an einem Ort wie diesem hier? Oh. Nun, eigentlich ist dieser Ort so gut wie alle anderen. Erlaube, dass ich mich vorstelle. Ich bin Vera Starkarm, Anführerin der Konstrukteursgilde. Steinsegel, Mörtel, Erz, Barren. Das ist unser Geschäft. Ich dachte, es wäre die Silvia. Entschuldigung, aber es ist die Dame hier. Schätze, du bist hier, weil du dich mir und meiner tollen Truppe in der Konstrukteursgilde anschließen möchtest. Ja, bitte. Das ist einfach. Du musst mir nur eine Burg bauen. Ich mach nur Spaß. Ich gebe dir eine Liste mit Materialien, die wir brauchen. Bring mir die und dann sehen wir weiter. Okay, wir haben alles dabei, tatsächlich. Okay, bitteschön. Oh, du wunderbarer Wicht, du hast alles. Nimm dieses Konstrukteurset und Rezept für Kopfstein und Eisenbahn und lege los mit dem Bauen. Und dann schau wieder bei mir vorbei. Danke. Kopfstein und Eisenbahn müssen wir jetzt herstellen. Das geht sich noch aus in dem Part. Konstrukteur, da. Also einmal Eisenbahn. Da fehlt... Mann, ich habe schon wieder keinen Platz. Ich nix haben Platz da. Bin gleich wieder da. Ich brauche wahrscheinlich Materialien. Hallo, Händler? Hallo. Ich brauche mal deine Hilfe. Wenn du all die Münzen hättest, würde ich sie auch nehmen. Maschinenteil. Ich glaube, ich werde so richtig viel verbraten und werde mir das alles mal nehmen. Jetzt habe ich gerade gedacht, hä? Was ist jetzt los? Scheitelstein. Steinsäule, Steinbogen. Krimskrams. Ohrbirl nehmen wir auch mit. An Kas nehmen wir auch mit. A Butter nehmen wir auch mit. Und da sehe ich Golddings nehmen wir auch mit. Die Minze. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Was ist denn hier von Wert? Tierhaut ist was wert. Käse. Den habe ich gerade gekauft, den werde ich jetzt nicht nochmal verkaufen. Stoff. Auf Milch stehen sie. Wie schaut es mit warmer Milch aus? Ja, da können wir alle drei geben. Kräuter hätten sie auch ganz gern. Da würde ich sagen, da geben wir 10. Ich würde auch sagen, von den roten Beeren können wir 10 geben. Oh, das ist schon zu viel. Hoppala. Ups. Können wir nochmal... warte. Da kann ich noch eine geben. So, jetzt... Ah, da geht noch eine. Okay, meine Güte. Ich kann nicht zählen. Jetzt wird es interessant. Jetzt brauchen wir noch 6. Oder 3 von dem. So. Passt. Ja. Ach, jetzt komm. Das ist echt doof, dass meine Sachen... Das haut nicht so hin, wie ich das gerne möchte.
Ah, wie schlecht. So, aber jetzt, oder? Das wird jetzt doch wohl reichen. Na, du warst es nicht. Du warst das. So, jetzt reicht's, oder? Ich brauche alles auf dieser Liste. Genau. Kopf, jetzt kann ich herbauen. Genau. Also das Bauen auch schnell. Also, das brauche ich jetzt einmal und das brauche ich einmal, ne? Und Kopfstein. So. Fertig? Ich habe gleich gesehen, dass ein Baumeister in dir steckt. Starke Arme, entschlossener Blick. Ein Baumeister eben. Du bist nun ein offizielles Mitglied der Konstrukteursgilde, mein Freund. Bitte nimm diese Rezepte als Belohnung. Frohes Bauen. Aufgabe abgeschlossen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Wunderprächtig. So. Jetzt müssen wir Sachen im Wert von 1000 dann noch herstellen. Das wird ein bisschen schwierig, glaube ich, fürchte ich. Naja. Auf jeden Fall wäre das hier halt schön, ne? Mörtel braucht man dafür. Zweimal. Kopfstein braucht man dafür. Mann, ey. Nicht genügend Platz, das ist halt echt unfassbar. Ist egal, wenn ich noch Lianen brauche, hole ich sie mir dann halt irgendwann mal. Egal. So. So, Kopfstein, Dingsbums. Was haben wir denn hier? Stabiles Tiergehege. Das ist aber cool. Aus Stein. Stabiler Steinzaun. Stabiler Futtertrog. Das ist aber cool. Steinplatten. Warte mal ganz kurz. Was haben wir jetzt denn für die Quest gebraucht? Hier zum Beispiel. Steinbögen 4 und Steinsäulen 6. Hier. Steinbögen 4 und Steinsäulen 8. Haufen Steine. Steinbögen und Säulen brauchen wir jetzt. Okay. Der Part ist eigentlich auch schon wieder viel zu lang. Ja, ich weiß. Was brauchen wir hier noch? Scheitelstein. Okay, gut, das kann jetzt eine Weile dauern, bis wir das haben. So gefühlt 20 bis 30 Jahre. Ja. Also denkt euch da nichts dabei. Das werden wir dann im nächsten Part fertig machen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!